Eine Sache ist mir beim Schneiden dann noch nach dem Video eingefallen, die ich jetzt aber am Anfang sagen muss. Gemeint sind hier die klassischen Standard-Biwaksäcke, also wirklich die Teile aus Kunstfaser. Es gibt noch welche aus zum Beispiel Jotenstoff, die dann eine tolle Atmungsaktivität haben. Die sind halt einfach für klassisches Trekking nicht unbedingt geeignet. Für eine einfache Übernachtung im Wald, wo man nicht allzu große Strecken zurücklegt, ist das dann eine Option. Ja, also nur bevor mir jetzt jemand in die Kommentare schreibt, dass die auch gibt, ja, die gibt's auch, die habe ich hier jetzt wirklich mal gar nicht drin. Die sind jetzt gedanklich ausgeklammert. Das kann durchaus ein Thema sein mit den Teilen, die also wirklich so richtig, richtig atmungsaktiv sind und aus Baumwolle und die Feuchtigkeit eher aufsaugen, als dass sie da irgendwie dran hängen bleibt und danach dann noch schwerer sind. Ja, also sowas außen vor. Danke. So, und damit können wir dann auch wirklich loslegen. Übrigens, wer die Vorrede und meine Kommentare dazu, was ein Biwaksack eigentlich ist, überspringen möchte, der kann vorspringen zu Minute. Moment, ich gucke nach. Jo, bei circa 14 Minuten geht es dann wirklich mit der Pro-Kontra-Liste los. Und das Vorgeplapper, ich persönlich hab's mir angehört, weil ich muss das Video ja schneiden. Und ja, aber jetzt geht's los. Also wie gesagt, circa 14 Minuten plus minus ein bisschen. Hallo und herzlich willkommen im Wald. Nachdem jetzt doch einige Kommentare zum Thema Biwaksack gekommen sind, möchte ich jetzt doch nochmal eine Gegenüberstellung machen. Nach meiner Erfahrung und nach dem, was ich jetzt bisher so in den Kommentaren gelesen habe, sonst so gehört habe, auch im Internet gehört habe, an Reviews gelesen habe und so weiter. Daraus ergibt sich jetzt so ein gewisses Gesamtbild. Ich habe da einiges gelesen und wie gesagt auch eigene Erfahrungen gemacht. Und auch noch die ein oder andere technische Date, was ist ein Plural von Daten? Daten? Dativ? Singular meine ich, nicht Plural, egal. Jedenfalls habe ich recherchiert. So, und jetzt, weil das halt dann doch einige Leute zu interessieren scheint, greifen wir nochmal das Thema Biwaksack auf. Und zwar in dem Sinne, dass wir einen Biwaksack für eine geplante Übernachtung mitnehmen wollen und einfach als Hauptunterkunft quasi den Biwaksack mitnehmen. Ja? Die anderen drei Systeme, die ich schon vorgestellt hatte, nämlich Zelt, Hängematte und Tarp, die kann man ja auch über lange, lange, lange Zeiträume als Unterkunft verwenden, wenn man das dann möchte. Und eben in diesem Sinne soll jetzt auch der Biwaksack quasi für ein mögliches Langzeitunternehmen betrachtet werden, wenn man also eine Trekkingtour machen wollen würde und würde halt dann als Schlafoption den Biwaksack mitnehmen. Ja? Also nur so theoretisch. Oder man will halt ein paar Tage draußen bleiben oder sonst wie. Ein Biwaksack kann nämlich sehr wohl eine Option sein, wenn man mal nur eine Nacht draußen pennt. Also einfach insbesondere wenn man einfach nur rausgeht, sich hinlegt, schläft und wieder abhaut. Dann im Grunde ist es ja dann völlig Schnurz, dass man halt irgendwie so halbwegs vom Wetter geschützt ist. Vielleicht halbwegs ein bisschen ein Dach über dem Kopf hat. Da kann man ja nehmen, was man lustig ist. Das ist ja völlig wurscht. Und ich möchte in diesem Zusammenhang auch nochmal kurz darauf hinweisen, es ist nicht super kompliziert draußen zu schlafen. Lediglich, wenn man das Ganze optimieren möchte und oft draußen schläft, dann kann man sich eben viele Gedanken über die Art und Weise, wie das vonstatten gehen soll, machen. Aber es macht erst Sinn, wenn man das halt wirklich häufig und vor allen Dingen regelmäßig entsprechend machen möchte und auch bei schlechtem Wetter und gegebenenfalls eben über einen längeren Zeitraum. Ja, vorher ist es völlig Wurst, vorher nimmst du dir eine Luftmatratze von daheim, gehst im Sommer, wenn es sowieso nicht kalt wird, nimmst dir irgendeine Fließdecke für 3,80 Geld von Kick von mir aus mit. Also bitte nicht Fließdecke für 3,80 Geld bei Kick kaufen, aber angenommen, sowas liegt schon zu Hause rum, dann sowas mitnehmen und damit einfach in den Wald flatzen, schlafen, gut ist. Fertig. Ja? Also das ist überhaupt kein Hexenberg, schon gar nicht bei gutem Wetter und schon gar nicht im Sommer. Und da braucht man überhaupt keine Ausrüstung im Grunde. Da nimmt man einfach das, was man daheim rumliegen hat. Also so viel nochmal kurz zur Ansage für die Anfänger. Hatte ich letztes Mal vergessen. Tolles Zeug braucht man sowieso nur dann, wenn man halt wirklich weiß, das ist jetzt mein Hobby fürs Leben und das will ich bis in alle Ewigkeit machen. Das möchte ich jetzt gern durchoptimieren, weil ich da Spaß dran habe. So, dann wird es relevant. Gut. Jetzt für die Anfänger. Was ist ein Biwaksack? Ein Biwaksack klassischer Art ist eine Hülle für den Schlafsack im Grunde.
Ich hätte hier einen. Hier ist die Oberseite, das ist dieses beige, egal was das für eine Farbe halt ist. Und das Grüne ist die Unterseite und hier ist die Öffnung. Da könnte man jetzt reinkriechen und dann liegt man da drin. Und das macht man natürlich mit dem Schlafsack. Und ja, ich lege mich mal kurz rein, dann kann man, glaube ich, erkennen, was ich meine. So, ich habe mich da jetzt reingemummelt. Das seht ihr jetzt natürlich nicht so richtig. Moment, ja, gar nicht so einfach. So, ne? Also, hier hinten darf Richtung Fuß ist im Grunde, jetzt so wie ich da jetzt drin liege, nichts anderes als ein Schlafsack, im Grunde. Nur, dass das Teil halt gar nicht isoliert, sondern vor allen Dingen, hier, guck mal, die Unterseite, sieht man hier jetzt unter meinem Arm. Das ist wasserdichtes Material, sehr, sehr wasserdicht. Damit kann man also auch auf was Nassem rumliegen. Und dafür ist das ausgelegt. Der ist eigentlich im Wesentlichen, falls man in der Pfütze liegt, oder für Tau des Morgens. Und die Oberseite, dieses andere Material, sage ich jetzt mal, das ist imprägnierte, ich glaube, Baumwolle oder irgend sowas Baumwollmischgewebiges, irgendwie sowas in der Richtung. Der ist schon sehr, sehr, sehr alt, 15 Jahre, das ist von Biwaksack ganz ordentlich. Ich habe einen, der ist sogar 20, der besteht aber komplett aus Plastik. Und das Modell komplett aus Plastik, ich wollte den hier jetzt mitnehmen, einfach weil ich den mal ausprobieren wollte, der gehört Jeffin, hatte ich schon gesagt, weiß ich nicht, wenn nicht, habe ich es jetzt gesagt. Und der ist komplett aus Plastik, der hat halt den Vorteil, dass man wirklich komplett rundum vom Wind geschützt ist, wenn man sich da reinlegt. Und die Idee des klassischen Biwaksacks, der also einfach nur eine Hülle für den Schlafsack eben entsprechend ist, war und eben immer noch ist, ist halt die, dass man das Ding dabei hat, wenn man eine Bergtour macht und wenn auf der Bergtour ein starker Wetterwechsel einsetzt oder der Nebel aufkommt oder man wirklich einschneit und man nicht mehr weiter kann, dann kann man mit dem Biwaksack relativ simpel, auch ohne noch einen Schlafsack dabei zu haben oder ohne einen warmen Schlafsack dabei zu haben, sich zumindest mal vor Wind und Wetter geschützt an irgendeine Felswand kauern. Also wirklich in jeder Situation findet man noch irgendwo ein Plätzchen, wo man sich mit dem Biwaksack hinkauern kann. Und ja, dann ist dieses Ding einfach dafür da, zu verhindern, dass man stirbt. Ja, also das ist wirklich im klassischen Sinne Survival-Ausrüstung für Berge und andere Regionen, bei denen mit schnellen, unvorhersehbaren Wetterwechseln entsprechend zu rechnen ist. Jetzt, nachdem die Wettervorhersagen immer besser geworden sind, ist so ein Biwaksack für den Notfall in den Hochgebirgen sicherlich nicht mehr ganz so relevant. Er ist immer noch wichtig und man sollte ihn immer noch dabei haben, meiner Meinung nach, wenn man da wirklich was Krasseres vorhat und oberhalb von 2000 Metern unterwegs ist. Aber vielleicht nicht mehr so ganz super, 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 super wichtig, weil, wie gesagt, die Wetterberichte. Und ich denke, auch immer weniger Leute haben so einen Teil dabei, wenn sie eine Hüttentour oder Ähnliches in den Alpen machen. Aber ja, dieses Modell hier, das schützt vor Wind, das schützt vor Feuchtigkeit von unten vor allen Dingen. Man muss also nicht in der Pfütze sitzen, das ist auch schon mal ganz schön. Und vor Feuchtigkeit von oben hat er eben dann geschützt, als er noch imprägniert war. Jetzt ist er alt, inzwischen ist ein Großteil der Imprägnierung runter. Wie imprägniert man das? Wachs, ist also Bio, also was Schönes und an sich ein wirklich cooler Ausrüstungsgegenstand für so die Anwendungszwecke, die einem da möglicherweise eben einfallen mögen, wo man den dann einsetzen möchte. So, jetzt liege ich auf meinem Messer. Moment, das geht nicht. Das ist unbequem. Bitte warten. Da ist es. Ha. Ah ja, gleich viel gemütlicher. Nächstes Mal nehme ich die dickere Isomatte. Ich werde weich. Waldboden und so viel Isomatte ist inzwischen nicht mehr bequem. Ich bin entsetzt. Oder ich werde nicht weich, ich werde eher schwer. Egal. Beziehungsweise ich bin in letzter Zeit wieder ein wenig leichter geworden. So, wir gehen Vor- und Nachteile gleich durch. Aber eine Sache noch, die Biwaksäcke, die man als Alleinübernachtungsmöglichkeit freiwillig verwendet. Ja, das gibt es ja auch. Dass das also wirklich Leute gibt, die freiwillig sagen, ich übernachte gern im Biwaksack. Das sind eher Mini-Zelte. Weil
Die haben, also so wie ich jetzt da liege, hätte ich jetzt quasi ein winzig bisschen Stoff noch über dem Kopf, ungefähr in der Höhe. Und das funktioniert so, indem ich jetzt hier quasi noch einen Gestängebogen hätte. Also hier so rund um meine Schultern drumherum, oben halbkreisförmig ein Gestängebogen. Dann geht der Biwaksack noch ein Stück weiter nach vorne und dieser Gestängebogen spannt also quasi so ein Mini-Zelt auf. Das habt ihr bestimmt schon gesehen. Wenn nicht, könnt ihr mal nach einem Carinthia Observer zum Beispiel googeln. Das ist einfach mal ein Beispiel für so ein besonders krasses Teil, der auch noch Spezialfunktionen hat und dafür gedacht ist, dass man halt irgendwo auf der Lauer liegt und Dinge beobachten kann. Der hat also vorne noch ein Fensterchen und aus diesem Fensterchen kann man dann ursprünglich sicherlich nicht eine Kamera, sondern eher einen anderen Apparat, der schießt, rausstrecken und damit halt eben Dinge observieren. Ja? Also der Carinthia Observer, nur mal so als Idee, wer wirklich jetzt keine Ahnung hat, wovon ich spreche. Gut. Und in solchen, so ein Ding oder halt eben anderen, die gibt es noch im zivilen Bereich, dann sind sie auch erheblich leichter. Ein Beispiel wäre von der Helium Bivi, von was ist der? Weiß ich gerade nicht, schreibe ich euch unten hin. Das ist das leichteste Biwak-Zelt, wenn man es so nennen möchte, weil es ist streng genommen ein Zelt. Und dazu kommen wir auch gleich noch, das derzeit auf dem Markt so zu haben ist. Mal gucken, wie lange ich das Video in dieser Position durchhalte. Gut, jetzt mal. Also, diese zeltartigen Dinger haben halt deutlich mehr Platz, deutlich besseres Klima da drin, weil man nicht nur komplett einfach in einem Plastiksack mit dem Schlafsack im Plastiksack liegt, sondern die sind meistens noch aus einem atmungsaktiven Material, zum Beispiel Gore-Tex oder irgendwas anderes in dieser Richtung. Also oft sind es irgendwelche Membranen, die sind tendenziell sehr teuer. Und eine Jacke aus dem Stoff ist schon teuer, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie viel es dann kostet. Den ganzen Biwaksack, der dann außerdem noch besonders groß ist, weil er ja noch ein halbes Zelt ist oder ein Mini-Zelt entsprechend herzustellen, das kann sehr, sehr teuer werden. Und so ein, wenn man sich sowas neu kaufen möchte, da ist man ganz schnell eine Stange Geld los. Die Modelle für den zivilen Gebrauch ohne irgendeinen militärischen Hintergrund sind erstens im Regelfall immer leichter und zweitens haben sie weniger Schnickschnack und drittens wiegen sie viel weniger, weil dieser Helium-Bivi da zum Beispiel, der ist im Grunde macht der auch im Wesentlichen das, was die anderen machen, nämlich er ist eine Hülle, in die man sich zurückziehen kann und dann ist man vom Wetter geschützt. Aber wiegt halt nur 500 Gramm und nicht fast 2 Kilo, wie so manch anderes Ding. Ich glaube, es gibt sogar militärische Biwaksäcke, die 2,5 Kilo und solche Späße wiegen. Weiß nicht, wozu das dann gut sein muss. Und gut, die haben natürlich dann noch einen Haufen Bonusausstattung, die man im Zivilen jetzt, denke ich, weniger braucht. Es sei denn, man hat ganz, ganz spezielle Hobbys. Zum Beispiel, dass man auf dem Infrarotfoto nicht gesehen wird. Dass die also eine Dämmung haben gegen Infrarotstrahlung. Und dann, wenn der Helikopter über dich fliegt und mit der Infrarotkamera ein Foto macht, dann sieht man dich nicht, wenn du in deinem tollen militärischen Biwaksack irgendwo rumliegst. Ja, für wen das also interessant ist, frage ich mich allerdings wirklich, wozu braucht man das? Aber lassen wir mal so im Raum stehen. Gut, wie gesagt, das Gewebe von den Teilen, den besseren, ist atmungsaktiv. Von den billigeren und älteren Modellen ist es das nicht. Bei den billigeren und älteren Modellen hast du wirklich keinen Spaß. Die helfen zwar dabei, dir zu überleben, aber freiwillig dann allzu viel drin übernachten wirst du nicht wollen, denn du liegst im eigenen Saft. Und am Morgen ist dein Schlafsack mindestens ziemlich feucht außen. Das ist beim Kunstfaserschlafsack jetzt nicht so schlimm, insbesondere wenn im Grunde gutes Wetter herrscht und du da nur reingekrochen bist, weil es dir zu kalt war oder weil der Wind zu stark war oder sonst wie. Dann kann man den Schlafsack relativ schnell wieder trocknen und dann geht das. Aber jede Nacht möchte man das über einen längeren Zeitraum sicherlich nicht machen. Der Komfortunterschied also zu so einem Halbzelt-Biwaksack mit eben diesem einen Gestängebogen, das ist essentiell und wirklich enormer Unterschied. Aber auch zwischen dem Standard-Plastiksack von ganz früher und dem modernen atmungsaktiven Sack, den es neuerdings eben entsprechend gibt, auch wenn es nur ein reiner Sack ist, ohne irgendein Gestänge, da ist schon deutlich komfortabler, ja. Das mit der Atmungsaktivität hat allerdings Grenzen und die sind je nach Situation sehr schnell erreicht. Also da darf man nicht viel zu viel von erwarten. Gut, also
Jetzt gehen wir mal die Liste der Vor- und Nachteile von Biwaksäcken durch. Also die mit Gestänge. Ja? Von anderen spreche ich jetzt gar nicht. Da kann man sich jeder selber ausdenken, ob das auch für die ohne Gestänge gilt oder halt eben nicht. Toll ist, die sind schnell bei aufziehendem Gewitter ruckzuck aufgebaut. Man kann dann da gemütlich drin liegen, warten, bis das Gewitter vorbei ist. Dann sind sie ruckzuck wieder abgebaut, ruckzuck wieder verstaut und man kann weiter. Also ist ein toller, wirklich schneller Wetterschutz für unterwegs, für die Leute, die eine Schlechtwetterphase eben lieber aussitzen, als sich ihr zu stellen und durchzulaufen. Da man nicht unbedingt immer weiß, wie lange eine Schlechtwetterphase dauert, insbesondere wenn man keinen korrekten Wetterbericht hat, wenn man sich wirklich irgendwo in der Wildnis befindet, ist das vielleicht nur begrenzt nützlich. Wenn man irgendwo dringend hin will, ist es vielleicht auch nur begrenzt nützlich. Wenn man hingegen sehr viel Zeit hat und im Grunde nirgendwo hin will und nur ein paar Tage in der Pampa verbringen oder zumindest im Wald, im Deutschen, der ja nun wirklich keine Pampa ist im Vergleich mit der richtigen Pampa. Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, der temporäre, schnelle Wetterschutz geht noch ein bisschen flotter als mit dem Tarp tendenziell, weil was musst du mit dem Biwaksack machen? Du rollst ihn aus, du machst ihn auf, du kriechst rein und machst ihn wieder zu. Fertig. Ja, und wenn er noch ein Gestänge hat, dann musst du halt das Gestänge noch schnell einsetzen. Ich denke mal, selbst ich würde das mit einem Hauch von Übung, und ich bin ja langsam, in 90 Sekunden oder sowas hinkriegen. Ja, das geht wirklich flott. Gerade wenn man ihn dann noch oben im Rucksack transportiert oder irgendwo sehr zugriffbereit. Muss ja nicht oben sein, kann ja auch woanders sein, wo es halt zugriffbereit ist. Dann ist bei allen Möglichkeiten draußen übernachten zu können, zu wollen, der Biwaksack mit Abstand das windstabilste. Ja, wenn du mit einem Biwaksack, ob der jetzt ein Gestänge hat oder nicht, irgendwo in der Landschaft liegst, dann liegst du als Mensch, sagen wir mal, du wiegst mindestens 80 Kilo am Boden und hast noch eine schützende Hülle um dich rum und die ist winddicht. Und wo soll dann der Wind irgendwie dir was anhaben können? Ja, kann dir das Ding wegfliegen? Nein. Kann es über deinen Kopf weht werden? Nein. Kann es aus den Heringen gerissen werden und dann davonfliegen? Nein. Also das ist wirklich ein gutes Argument und das hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. Bei richtig krassem Sturm, wo es dann irgendwann auch ein Zelt verreißt, kann man noch im Biwaksack rumliegen und tatsächlich dann vor sich hin überleben. Ob man dann noch schläft, weiß ich nicht. Ich würde es, glaube ich, eher nicht tun. Aber die Chancen, dass einem ein Biwaksack wegreißt, das ist nahezu unmöglich. Also nahezu. Ich sage jetzt nicht ganz unmöglich, aber ja. Also es ist mit Abstand die windstabilste Unterkunft. Selbst wenn es einem diesen kleinen Gestängebogen da verreißt, scheißegal. Du bist ja trotzdem immer noch in dieser Hülle. Komplett geschlossen und auf so niedrigem Niveau und dann doch mit einer solchen Beschwerung durch das eigene Körpergewicht da am Boden hängen, dass eigentlich wirklich nichts passieren kann. Was wegwehen unmöglich. Nicht als liegender Mensch, als stehender Mensch kann man umgeweht werden, aber weggeweht, das wage ich zu bezweifeln. Okay, es gibt ja Bilder vom Brocken, wo dann Leute so durch die Gegend gekegelt werden vom Wind. Das sind dann so Stürme. Okay, vielleicht ist es möglich. Aber man sucht sich ja im Regelfall einen halbwegs windgeschützten Platz oder zumindest einen wegrollgeschützten Platz, so zwischen zwei Steinen oder sowas. Und in dem Moment ist es dann nicht mehr möglich. Gut, dann, die brauchen keine Heringe. Also man kann zwar die Zeltvariante natürlich noch ein bisschen zusätzlich mit Heringen sichern und zusätzlich abspannen, aber das ist nicht zwingend notwendig, weil wie gesagt, durch das Körpergewicht liegt das Ding schon recht gut am Boden und kann eigentlich nicht weggeweht werden. Die zusätzliche Abspannung ist natürlich dann spannend, wenn man noch ein bisschen mehr an Komfort haben möchte und sicher gehen, dass das Ganze nicht verrutscht und dann kann das interessant sein. Aber brauchen tut's das nicht. Heißt, das Gewicht, das das Ding selbst hat, ist so fix und fertig. Da kommen nicht eben noch Heringe und Schnüre dazu. Gut, das kann ein sehr leichtes System sein, kann auch brutal schwer sein, aber eben dieser besagte Helium-Biwi beispielsweise, ich weiß nicht, ob es dann noch leichtere gibt, der wiegt 517 Gramm irgendwie sowas, plus minus ein bisschen
Und das ist für einen Komplettunterschlupf dann eigentlich schon recht leicht, muss ich sagen. Aber da brauchst du ja sonst eigentlich nichts mehr. Man möchte vielleicht noch einen Tarp zusätzlich mitnehmen. Dann ist man nicht mehr sonderlich leicht. Aber, ein kleines Tarp reicht, weil man muss ja mit dem Tarp nicht das komplette Teil abspannen, das komplette Ding abdecken, sondern höchstens den Kopfbereich. Und vielleicht noch ein kleines bisschen mehr als den Kopfbereich, damit man einfach, wenn man das Ding aufmacht bei Regen, nicht gleich einem alles reinplattert. Und man dann aussteigen und einsteigen kann, ohne halt den Schlafsack nass zu machen. Oder zumindest nicht sehr nass zu machen. Aber da gibt es trotzdem immer noch Einschränkungen. Kommen wir noch dazu. Aber ja, kann also relativ leicht sein. Und ein weiteres sehr, sehr gutes Argument fürs Hochgebirge. Grundsätzlich Einsatzgebiet Hochgebirge ist so ein Biwaksack schon sehr interessant, muss ich zugeben. Aber fürs Hochgebirge gilt besonders, das Ding braucht nur minimalen Platz. Wenn man also so viel Platz hat, wie man selbst an Fläche liegenderweise eben entsprechend braucht, dann, oder für die Isomatte, sagen wir mal, einfach so viel Platz, wie die Isomatte groß ist, dann kann man da mit dem Biwaksack auch schon übernachten. Dann rollst du den da aus, packst die Isomatte rein, schmeißt den Schlafsack hinterher, springst selber rein und fertig. Und kannst dann da so wirklich auch zwischen ein paar Felsen in einer Landschaft, wo man ums Verrecken nirgendwo Heringe eingeschlagen bekommt oder eingetreten oder was auch immer, kann man dann trotzdem eben geschützt übernachten. Jetzt habe ich eine Weile nachgedacht und muss gestehen, auch ich bin schon durch Landschaften gelaufen, wenn man da nicht eine gute Karte dabei hat und sich nicht ein bisschen darauf verlässt, dass hier und da dann laut Karte vielleicht möglicherweise eine Stelle sein könnte, wo man zelten könnte, dann ist es zum Beispiel in Gletschermoränen, großflächigen Moränenfeldern, die können auch schon mal wirklich so groß sein, dass man den ganzen Tag durchläuft, hatte ich zum Beispiel in Schweden, da kann schon sehr schwierig sein, einen Schlafplatz für zum Beispiel ein recht großes Zelt zu finden. Da muss man schon wirklich, wirklich Erfahrung in der Schlafplatzsuche haben, dass das überhaupt klappt. Oder eben entsprechend einen Reiseführer dabei, in dem drin steht, da und da gibt es einen Schlafsack und da muss man Schlafplatz natürlich. Und da muss man da natürlich darauf vertrauen, dass der dann auch wirklich da ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann eine gute Nacht. Aber da sucht man halt weiter. Aber grundsätzlich ist das wirklich schon ein Punkt und es gibt Regionen in der, auf unserer Erde, da ist es so schwer, einen Schlafplatz zu finden, dass man dann deswegen vielleicht gewillt wäre, auf so ein Mini-Zelt, Schrägstrich, Biwaksack, Dingens umsteigen zu wollen. So. Außerdem, ein weiterer Vorteil, das Teil ist warm. Wenn man da reinliegt und das Ding komplett zumacht, dann würde ich sogar sagen, aufgrund dadurch, dass das Ding relativ klein ist und von viel Körper eben aufgeheizt wird, wird es wahrscheinlich sogar noch einen Ticken wärmer sein als die meisten Zwei-Wand-Zelte, so heißen sie. Ist auf jeden Fall wärmer als ein Einwand-Ultraleichtzelt und wie gesagt, wärmer als die meisten Zwei-Wand-Zelte, sicherlich auch. Angeblich 5 Grad, ja, wenn du da drin liegst und heizt und draußen ist es kühl, dann soll der Temperaturunterschied 5 Grad betragen können. Keine Ahnung, wo diese Zahl herkommt, die hört man relativ häufig. Ob das mal jemand wirklich gemessen hat, wage ich zu bezweifeln. Aber es ist auch realistisch. Es ist schon eine realistische Zahl. Ich würde das auch sowas in der Größenordnung durchaus einschätzen wollen. Ja, und ja, das Ding schützt eben entsprechend vor Wind, vor Wetter, solange man drin liegt. Wirklich sehr gut. Man kriegt es überall hingebaut. Und es kann ziemlich leicht sein. Und es lässt sich sehr schnell, spontan irgendwo einsetzen. Ja, aber beim besten Willen fallen mir ansonsten keine nennenswerten Vorteile da nochmal ein, die das gegenüber irgendeines anderen Systems haben sollte. Hingegen fallen mir einige Nachteile ein, weshalb ich persönlich damit nichts anfangen kann. Ja? Ja, doch, einen Vorteil gibt es noch, den ich noch nicht genannt habe. Und zwar ist das natürlich eine sehr, sehr kleine Unterkunft, auch relativ einfach, damit unauffällig irgendwo zu übernachten. Für wen auch immer das ein Thema ist. Ich bin kein Fan von besonderem Stealth-Camping. Man muss ja nicht unbedingt jetzt gleich absolut auf dem Präsentierteller übernachten. Aber wenn man guckt, wo man sein normales Unterkünftchen hinstellt, dann wird man auch nicht entdeckt. Deswegen
ist das wirklich keine Sache, die ich brauche, keine Eigenschaft. Und ohnehin, wenn man sich wirklich irgendwo total verkriecht und super, super getarnt ist und dann doch mal entdeckt werden sollte, dann ist man gleich verdächtig. Ja? Weil warum macht man das? Warum versteckt man sich so? Es ist schon so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert für mich. Und ich will das einfach nicht. Ich möchte gleich jedem zeigen, dass ich hier nichts Schlimmes mache und bin halt mitten im Wald. Aber ansonsten habe ich nichts zu verbergen. Also meine Meinung dazu. Aber ja, das Teil ist potenziell toll zu tarnen. Ich persönlich kann damit nichts anfangen. Wenn ihr jetzt sagt, boah, aber Biwaksack ist total super krass toll, dann ist das selbstverständlich in Ordnung. Das dürft ihr ja gerne sagen. Was ihr übrigens nicht dürft, ist denn damit im Wald schlafen, weil das ist rechtlich ein Zelt. Es ist ganz eindeutig ein Zelt. Es hat eine Aufhängung, ein Gestänge. Es ist komplett geschlossene Umhüllung. Das ist ein Zelt. Punkt. Anders verhält es sich allerdings oberhalb der Baumgrenze. Ja? Da ist ja die rechtliche Formulierung, was viele Alpinisten, nahezu alle Alpinisten auch entsprechend wissen, Biwaks oberhalb der Baumgrenze sind mindestens mal geduldet oder halt eben sogar erlaubt, je nachdem, wo man gerade ist. So, in der Schweiz hängt es ein bisschen vom Kanton ab, aber ansonsten in Österreich wird es generell toleriert. Toleriert, glaube ich, aber auch nur. Und ich weiß, dass es in Bayern tatsächlich gestattet ist. Das ist so die Sonderregelung. Biwakieren oberhalb der Baumgrenze, auch geplantes Biwak, ist erlaubt. Notbiwak sowieso immer. Ja, was sollst du denn sonst machen, wenn du in Not bist? Ja, aber dafür musst du wirklich in Not sein. Und das ist sehr schwer nachzuweisen. Sobald du irgendwo aufgefunden wirst mit einem Haufen Ausrüstung, mit einem Haufen Essen, fröhlich am Kochen und am Tee trinken und so weiter und erzählst denjenigen, die dich ja gerade aufgefunden haben, du seist in Not gewesen, dann und da könnte es auch sein, dass mal nachgefragt wird, ja, wo haben Sie denn einen Notruf abgesetzt? Nein, nein, ich rette mich selber. Auch das kann schon kritisch sein. Also das ist wirklich, da würde ich mich nicht auf dünnes Eis begeben und da irgendwie mit Pseudonotfällen rumhantieren wollen. Dafür stehen auch die Rettungskräfte völlig zurecht, wie ich finde, überhaupt keinen Spaß, weil jeder fingierte Notfall macht es schwieriger, dann bei den richtigen Notfällen richtig zu reagieren. Und wer zu oft Hilfe Wölfe brüllt, und irgendwann kommen sie wirklich, der wird im Zweifel dann auch nicht gerettet. Nicht, dass es jetzt unbedingt was mit Wölfen zu tun hat, aber das ist einfach ein schönes Beispiel. Ja, und jetzt habe ich ganz vergessen zu sagen, warum das mit dem Biwak, das oberhalb der Baumgrenze erlaubt ist, so interessant ist. Ein Biwaksack, scheißegal wie der aussieht, auch ein Biwakzelt zählt eben zumindest im alpinen Bereich als Biwak. Ob das ein Biwakzelt ist, ist egal, ja. Regulär zelten wird meistens auch geduldet, ist aber dann schon wieder so eine ganz andere Geschichte. Mit so einem Biwakzelt ist man aber meines Wissens schon auf der, also genug in der Grauzone, um auf der sicheren Seite zu sein, sofern man jetzt halt nicht auf irgendeine sehr intolerante Person trifft. Und das ist natürlich auf jeden Fall auch nochmal ein Vorteil, den man vielleicht erwähnt haben sollte. Im Wald wiederum, wie gesagt, da ist es ein Zelt. Da, wenn der Förster kommt, für den ist das auf jeden Fall hundertprozentig ein Zelt. Das kann ich garantieren. Gut, ich muss mich drehen. Aber ich glaube, es geht noch ein bisschen so. Also, die Sache eben mit dem rechtlichen Dingens, wenn man schon illegal zeltet, dann würde ich, wenn ich sowieso illegal zelte, wirklich auch ein Zelt verwenden. Und nicht einen, ja, es gibt Särge, die sind größer, ne? Vom Volumen her, vom Aufenthaltsraum. Also Sarg wäre doch auch mal eine Möglichkeit für draußen schlafen. Nein, ja. Nächster Punkt ist, die Teile sind einfach eng. Ja, das habe ich ja schon zum Ausdruck gebracht. Verglichen mit jedem anderen Übernachtungssystem sind sie am engsten, mit Abstand. Also wirklich, wirklich, wirklich eng. Für Leute, die ein bisschen zu Platzangst leiden, sowieso nicht geeignet. Für Leute, die sich besonders viel umdrehen im Schlaf, vielleicht auch nicht unbedingt geeignet. Dann stößen sie dauernd an die Wände. Gegebenenfalls werden sie davon nachts wach. Wenn man das Ding nicht vorher mit Heringen fixiert hat, kann man da auf
von der Isomatte runterflutschen. Man kann mit dem Ding selber komplett durch die Gegend rollen. Auch das ist theoretisch möglich und soll wohl schon vorgekommen sein. Also auch hier vielleicht eher was für Leute, die damit halt zurechtkommen. Es ist halt speziell. Ich sage nicht, dass das jetzt furchtbar schlimm ist, aber grundsätzlich würde ich schon so weit mich aus dem Fenster lehnen wollen, zu behaupten, dass viel Platz zu haben in seiner Übernachtungsmöglichkeit etwas generell eher Gutes ist. Ja, ich hoffe, darauf können wir uns einigen. Und wenn man sehr wenig Platz hat, dann ist das eher generell vielleicht eher was Negatives, auch wenn es mit erhöhter Wärme einhergeht. Das mit erhöhten Wärme kann übrigens auch ein Nachteil sein, wenn man es gar nicht warm haben möchte, wenn man nämlich im Sommer mit so einem Ding unterwegs ist oder irgendwo, wo es immer warm ist. Gut. Gerade Leute, die per se schon recht voluminös sind von ihrem Körperbau her, mögen vielleicht in diese Teile wirklich so gut wie gar nicht mehr reinpassen oder sich da drin dann kaum noch bewegen können. Also die Einschränkung muss man auch noch sagen. Sehr, sehr dünne Personen haben da erheblich mehr Platz drin als jemand, der halt nicht sehr, sehr dünn ist. Und dann ist noch das Problem mit der Länge. Die sind alle immer so lang, dass jeder, der jetzt nicht Dirk Nowitzki ist, problemlos da drin liegen kann oder halt irgendeine Variante von Dirk Nowitzki. Das bringt uns zum nächsten Punkt. Man kriegt nur minimale Ausrüstung rein. Wer also mit einem eher großen Rucksack unterwegs ist, der kriegt den vielleicht noch irgendwie reingequetscht, aber ob er das möchte, ist nochmal eine andere Frage, weil der dient dann automatisch als Kopfkissen und gegebenenfalls als ziemlich hohes Kopfkissen und ziemlich breites Kopfkissen und vielleicht will man das nicht. Also das ist jetzt so ein vielleicht unter Umständen geht's noch, aber tendenziell kriegt man eher wenig Ausrüstung da drin unter. Was man auf keinen Fall unterkriegt, wäre die Ausrüstung im schön geordneten, säckchenweise nebeneinander liegen Zustand. Und ob man jetzt die Ausrüstung gerade noch so reingequetscht bekommt oder nicht, das ist schon eine Sache. Beziehungsweise, dass man sie noch halbwegs reingequetscht bekommt, okay, dann ist ja schön. Aber was halt in keinem Fall geht, wenn irgendwas nass geworden ist, dann kann man das in einem Zelt, gerade wenn man ein geräumiges Zelt dabei hat, zum Trocknen auslegen. Man kann es, wenn man eine Hängematte dabei hat, unter der Hängematte zum Trocknen hinhängen. Man kann es unter das Tarp der Hängematte zum Trocknen hinhängen. Man kann es, wenn man nur ein Tarp dabei hat, unterm Tarp zum Trocknen hinhängen. Man kann also bei jedem Wetter, hat man bei den drei anderen Systemen eine Möglichkeit, nass gewordene Dinge zu trocknen. Nimmt man was nass gewordenes mit in den Biwaksack, dann erhöht es zusätzlich noch die Kondenswasserbildung, wird dabei überhaupt nicht trockener und irgendeinen Platz zum irgendwo auslegen hätte man auch nicht, es sei denn auf dem eigenen Bauch oder auf dem eigenen Schlafsack und man will sie vielleicht nicht unbedingt mit einem nassen Hose oder einem nassen T-Shirt zudecken. Man kann es noch unter die Isomatte legen, aber auch dann hat man wieder das Kondenswasserproblem und wirklich trocknen wird es da auch nicht. Also auf gut Deutsch ist man mit der Hängematte unterwegs, darf auf keinen Fall irgendwas nass werden oder man muss sofort wieder gutes Wetter haben. Wer also das Wetter beeinflussen kann, ist mal Hängematte, habe ich gerade Hängematte gesagt? Ich meine natürlich Biwaksack. Ja, das ist also für mich ist das ein sehr, sehr großer Nachteil. Wirklich sehr, 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 sehr groß. Man kann viel vermeiden in Sachen nass werden. Aber komplett jemals nasse Klamotten zu kriegen oder zumindest klamme Klamotten kann man eigentlich nicht. Und wenn man dann nur wenig Klamotten zum Wechseln dabei hat, ist das wirklich. Also würde mich enorm stören, ja, und stört mich auch enorm, wenn ich dran denke. Da ich das ja aber in der Praxis nicht mache, mit so einem Ding unterwegs zu sein, sage ich eher, es würde mich enorm stören, die Vorstellung, das nicht zu können. Gut, dass man nur minimalen Platz für Ausrüstung hat, bedeutet auch, man kann in dem Teil nicht wirklich was sortieren, nicht wirklich schon was zusammenräumen. Man kann auch nicht im Trockenen seine Ausrüstung zusammenpacken, wenn man also gezwungen ist, bei strömendem Regen aufzubrechen. Ja, und man hat wirklich als Shelter nur den Biwaksack dabei. Dann heißt das, man muss da raus in den Regen. Dann macht man ihn natürlich, während man rauskraxelt, regnet es einem erstmal rein. Dann macht man ihn natürlich schnell wieder zu und steht jetzt erstmal im Regen. Man wird nun nass. Hat man schon vorher versucht, sich innen drin irgendwie in seine Regenklamotte reinzuzwängen, dass man als kleiner Mensch kriegt man das vielleicht noch hin, als großer Mensch wird es sehr schwierig bis unmöglich, dann steht man vielleicht schon in Regenklamotte im Regen. Jetzt wird man sich noch ein bisschen weiter richten, bis man im Regen halbwegs sicher steht. So, und jetzt soll man zusammenpacken.
Jetzt muss man also seinen Schlafsack zumindest mal im halboffenen Biwaksack in die Schlafsackhülle stopfen. Der wird dabei mit ziemlicher Sicherheit noch mindestens ein bisschen Nässe abbekommen, weil man selbst ja jetzt schon nass ist, weil man ja im Regen steht. Man muss seine Isomatte letztendlich auch im Nassen zusammenbauen. Man muss all seinen Kram im Nassen in den Rucksack stecken, während es da reinregnet. Und dann muss man den nassen Biwaksack zusammenrollen und den auch noch irgendwie am Rucksack befestigen und dabei einfach insgesamt versuchen, dass einem die Ausrüstung so trocken wie möglich bleibt. Würde mich extrem tierisch nerven. Extrem tierisch. Ja, wahnsinnig. So, das ist das eine. Und das nächste, beziehungsweise da habe ich noch ein paar Sachen, ist das Kondenswasserproblem. Die Biwaksäcke sind ja mit einem atmungsaktiven Membran ausgestattet. Das heißt, wenn man da drin entsprechend Feuchtigkeit produziert und es drinnen wärmer ist als draußen, was im Regelfall so sein wird, dann entweicht Wasserdampf durch die Membran nach draußen und es bleibt drinnen vergleichsweise trocken. Vergleichsweise. Das funktioniert so lange, wie es drinnen eben deutlich wärmer ist als draußen und Wasserdampf durch die Membran entweichen kann. Das heißt, das funktioniert so lange, wie es nicht in Strömen regnet. Weil wenn es in Strömen regnet oder zumindest intensiv regnet, dann entweicht da kein Wasserdampf mehr durch die Membran, weil die ist außen total nass und dann ist Schluss mit Wasserdampftransport und dann beginnt man irgendwann in eine Tropfsteinhöhle zu sitzen. Auch lustig ist hier die Diskrepanz zwischen der Wirkungsweise vom Wasserdampftransport, der ja sagt, je wärmer innen, je kälter draußen, je höher die Temperaturdifferenz, desto besser funktioniert der Wasserdampftransport. Gleichzeitig, je wärmer innen, je kälter draußen, desto eher kondensiert Wasser an der Biwaksackhülle. Ja, also wir haben einfach viel mehr Kondenswasser in dem Moment, wo die Wasserdampfableitung besonders gut funktioniert, ist wirklich eine Diskrepanz, die man mal im Hinterkopf behalten sollte und über die man ein bisschen nachdenken sollte. Im Winter werden Biwaksäcke generell eigentlich wenig empfohlen, außer halt für Notfälle und sonst wie, aber da ist das Kondenswasser teilweise ganz enorm. Das ist schon im normalen Zelt bei einer Schneeübernachtung extrem, wie viel Kondenswasser man da kriegt. Also, ja, ich sag ja nur, Das ist bei guten, hochwertigen Biwaksäcken weniger schnell der Fall. Das ist bei schlechten, billigeren Biwaksäcken sicherlich etwas schneller der Fall. In jedem Fall kann man gegen Kondenswasser mit moderner Technik heutzutage noch nichts unternehmen. Und Kondenswasser ist ein Problem, was uns immer begleiten wird. Und beim Biwaksack ist es mit am ausgeprägtesten. Nicht nur mit, sondern es ist am ausgeprägtesten. Viele Leute haben genau aus diesem Grund den Biwaksack irgendwann mal abgeschworen, nachdem sie ihn probiert haben. Es gibt immer noch Leute, die behaupten, sie haben noch nie Kondenswasser gehabt. Das mag sogar stimmen. Dann haben sie halt immer das Glück gehabt, unter den richtigen Bedingungen entsprechend zu übernachten oder sind selbst ein Mensch, der kaum schwitzt. Oder sie atmen schön brav immer aus dem Loch, aus dem Biwaksack raus. Weil vor allen Dingen die Atemfeuchtigkeit ist ein wesentlicher Faktor, der zur Feuchtigkeitsansammlung im Biwaksack beiträgt. Jetzt nochmal, wenn wir nasse Klamotten drin haben, auch die werden, da es da drin ja warm ist, gegebenenfalls ein bisschen Wasserdampf ausdampfen und irgendwann haben wir da wirklich eine richtig schöne Waschküche drin. Und wenn wir jetzt noch einen Daunenschlafsack verwenden wollen, na dann sehe ich das sehr kritisch. Muss man ja noch dazu sagen, um eben diese Atmungsaktivität aufrechtzuerhalten, darf der Sack auch nicht besonders dreckig sein. Er darf nicht von Salzen durch Schweiß, dürfen die Poren nicht verstopft sein, nicht durch super feinen Sand, der gegebenenfalls angeweht wurde, darf das Ding nicht verstopft sein, nicht durch falsche Pflege darf es bereits kaputt sein. Die verstopften Poren kriegt man schnell mal auch vor allen Dingen mitgeliefert bei gebrauchten Modellen. Die werden ganz oft, gerade diese Militärbiwaksäcke, werden ganz, ganz oft gebraucht gekauft. Da kann die Atmungsaktivität schon völlig im Keller sein. Und das nur noch mal kurz am Rande angemerkt. So, dann habe ich gesagt, es gibt sie in sehr leicht, es gibt sie aber auch in bombenschwer. Und das ist dann nur für Leute interessant, die halt, denen das Gewicht vollkommen Wurst ist, weil sie 300 Meter neben ihrem Schlafplatz mit dem Auto geparkt haben. Ja? Oder halt eben für Soldaten, denen das Gewicht befohlenermaßen egal sein muss, weil man Soldaten grundsätzlich keine leichte Ausrüstung aushändigt. Warum auch immer. Die müssen halt so viel schleppen, wie nur geht, damit sie dann ja mit 40 Arthrose überall haben und solche Späße. Gut, das verstehe ich wirklich nicht. Manchmal, warum manche Militär aus... Also, dass ein Maschinengewehr schwer ist, das verstehe ich.
Aber manche andere Militärausrüstung, da kapiere ich nicht, was das für einen Vorteil hat, weshalb das Ding jetzt so unglaublich schwer sein muss. Robust, ja gut, aber für etwas weniger robust als unzerstörlich, unzerstörbar, könnte man schon die Hälfte vom Gewicht einsparen. Aber gut, vielleicht kann mir das mal irgendein Soldat erklären. Warm, wie gesagt, wenn es warm ist, ist warmes Schlafdingens ein Nachteil. Man kann da zwar diverse Belüftungsmöglichkeiten dann meistens noch aufmachen, aber es bleibt recht warm. Und wenn man dann wirklich in dem Ding liegt, jetzt kann man natürlich aber sagen, oh, dann lege ich mich einfach daneben. Stimmt. Ja, das geht. Genau, dann während es regnet und man muss jetzt dieses Ding aufbauen, dann hat man auch das gleiche Problem, was man hat, wenn man bei Regen abbauen muss, nämlich man legt das Teil hin, macht es auf, packt sich dann den Schlafsack, den man mehr oder weniger halbnass ausgepackt hat, bei halber Regen Auswirkungen, packt man sich da rein, dann packt man sich die Isomatte rein, die man wahrscheinlich auch dabei halbnass gemacht wird, hat, muss dann jedes Mal eben den Reißverschluss aufmachen, immer in dem Moment regnet es in das Ding rein, man selbst wird währenddessen übrigens fleißig weiter nass, sämtliche weitere Ausrüstung, die man noch für den Tag braucht, muss man jetzt im halbwegs nassen aus dem Rucksack nehmen, dann da eben wieder bereitlegen, wenn man noch draußen kochen möchte, muss man draußen kochen, vielleicht hat man ein Modell, das tatsächlich so eine Frontluke hat, dass man also so halb im Biwaksack liegend, so wie ich jetzt da liege, quasi kochen könnte. Jetzt hier so, brutzel, brutzel. Das mag vielleicht noch funktionieren, das ist dann sicherlich nicht schlecht. Aber ja, also die Logistik mit der Ausrüstung, wenn es wirklich, wirklich viel regnet, ist einfach so schlecht mit dem Biwaksack. Kein anderes System, jedes andere System ist da halt so viel überlegen. Und folgendes, also nach meiner Philosophie, für gute Wetterübernachtung brauche ich keine spezielle Ausrüstung. Ja, bei gutem Wetter kann ich Schlafsack, Isomatte, fertig. Ende. Ja? Wenn ich Ausrüstung zusätzlicher Art dabei habe, dann ist die für Scheißwetter. Die ist nicht für bei schönem Wetter draußen schlafen. Die ist nur dann notwendig, wenn es wirklich, wirklich pisst und wirklich, wirklich unangenehm wird. Und dann will man gescheite Ausrüstung haben. Und wenn man nachts aufs Klo muss, regnet es einem auch rein und man macht den Reißverschluss schnell wieder zu, rennt dann in den Regen, wird wahrscheinlich nicht Lust haben, vorher noch Regenklamotten anzuziehen, wird dabei nass, muss dann wieder in den Biwaksack, ist nass und muss mit der Klamotte, die man für die Nacht wahrscheinlich noch trockene Klamotten angezogen hatte gegebenenfalls, mit diesen nun nassen Klamotten muss man jetzt wieder in den inzwischen auch ein bisschen ein paar Tropfen abbekommenen Schlafsack. Wenn es sehr stark regnet, sind es nicht nur ein paar Tropfen, sondern der wird wirklich richtig gut eingeregnet in dem kurzen Moment, wo man den Reißverschluss aufmacht und da raussteigt. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, na, dann nehme ich halt einen Tarp mit und spann's drüber. Und dann muss ich sagen, wenn du einen Tarp mitnimmst und es drüber spannst, warum nimmst du nicht gleich einfach nur einen Tarp mit und lässt den Biwaksack zu Hause? Ja. Das verstehe ich dann auch nicht. Braucht man den Biwaksack tatsächlich, weil man sonst Angst draußen hat oder weil man sich geschützter fühlt mit dem Teil? Das ist ja in Ordnung. Das ist völlig okay. Aber dann kann man halt die Systeme nicht so wirklich richtig miteinander vergleichen. Aber grundsätzlich ist das selbst, muss man sich natürlich nicht schämen, wenn man jetzt sagt, ja, ich habe den halt noch zusätzlich, beziehungsweise ich spanne da zwar einen Tarp drüber und so weiter und so fort. Das ist insgesamt eine relativ schwere Geschichte, aber dafür schlafe ich gut und fühle mich geborgen und habe Freude und Spaß und kann damit im Wald gut schlafen. Völlig legitim. Völlig legitim, abgesehen davon, dass man es halt nicht darf, weil es ein Zelt ist. Mhm. Und diese rechtliche Komponente, das ist halt streng genommen nicht völlig legitim, sondern streng genommen ist das eine Ordnungswidrigkeit. Ja, jetzt kann man sich natürlich streiten, inwiefern auch eine Ordnungswidrigkeit gegebenenfalls völlig legitim sein kann. Aber diese Diskussion möchte ich jetzt hier nicht anfangen. Und eine letzte Sache noch. Selbst wenn ich jetzt eine Nacht voll verbracht habe, in der ich halbwegs trocken geblieben bin, wenn ich zum Beispiel mit meinem Daunenschlafsack unterwegs bin, jetzt werden viele Leute sagen, ja gut, Daunenschlafsack verwendest du nicht im Biwaksack. Ja, würde ich auch nicht machen. Aber tendenziell, wenn ich mit meinem Daunenschlafsack unterwegs bin, dann möchte ich den morgens, bevor ich ihn einpacke, im Regelfall, nachdem ich aufgestanden bin, werde ich als allererstes meinen Schlafsack irgendwo ausbreiten, damit er lüften kann. Ja, damit er noch ein bisschen trocknen kann, weil Feuchtigkeit ist ja der Tod der Daune. So ein Ding ist arschteuer.
Man möchte den so gut pflegen, wie geht. Und deswegen, wenn es irgendwie möglich ist, wird er von mir jeden Morgen, solange wie ich halt Zeit habe oder Bock habe, zum Trocknen irgendwo aufgehängt, hingelegt oder zumindest mal locker ins Zelt gelegt, wenn man sonst nichts hat und es weiter regnet. Das ist nicht doll, aber das ist immerhin ein bisschen trocknend. Oder er wird locker unter das Tarp gelegt. Das ist sogar noch besser als ins Zelt, weil da mehr Luftzug entsprechend unterm Tarp gegebenenfalls herrscht. Und das ist mir sehr, 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 sehr wichtig. Und das könnte ich mit dem Biwaksack nur dahingehend machen, dass ich den halt komplett mit Schlafsack so da stehen lasse. Aber dadurch, dass er durch die Nacht wahrscheinlich innen jede Menge Kondenswasser haben wird, gerade wenn es geregnet hat, ja, bei schönen Wetterübernachtungen, davon reden wir nicht, dann kriege ich meinen Schlafsack da drin nicht getrocknet. Das geht nicht. Draußen auch nicht, weil es entweder weiter regnet oder zumindest sehr, sehr feuchte Luft hat. Und ja, also wirklich all diese Faktoren, was ist, wenn dann mal schlechtes Wetter ist und was ist, wenn nicht nur mal eine Nacht schlechtes Wetter ist, sondern wirklich mal mehrere Nächte hintereinander schlechtes Wetter ist, machen den für mich den Biwaksack, das Biwakzelt, wie auch immer man dieses Ding jetzt nennen möchte, wirklich zu keiner brauchbaren Option. Nicht für das, was ich vorhabe, ich gehe auch bei schlechtem Wetter raus. Und na klar kann man auch sagen, boah, ich bin so krass hart, mir macht das überhaupt nichts aus, wenn mein Schlafsack Wasser abbekommt, der hat ja eine wasserabweisende Hülle und so weiter. So, letzter Zusatzkommentar. Ich habe ein paar Mal gelesen, dass es Leute gibt, die meinen, ja gut, okay, dann wird der Schlafsack halt über Nacht ein bisschen nass, dann laufe ich los und wenn ich eine Möglichkeit finde, ihn zu trocknen, lege ich ihn zum Trocknen halt nochmal hin, tagsüber. Da möchte ich vehement vorwarnen, das so mit einem Daunenschlafsack machen zu wollen. Mit Kunstfaser okay, gut. Mit Daune bloß nicht, weil wenn man Daune im feuchten Zustand komprimiert, also in den Rucksack stopft, da reicht auch schon ein bisschen komprimieren, wenn man es relativ locker in den Rucksack stopft. Es sei denn, man hat so einen riesigen Rucksack, dass man das Ding quasi überhaupt nicht komprimiert transportieren kann, aber deswegen einen riesigen Rucksack mitnehmen, vielleicht auch ein bisschen blöd. Aber wenn du Daune komprimierst, während sie nass ist, dann bauscht die sich nicht mehr auf. Dann ist sie verklebt und bleibt auch so, wenn es dumm läuft. Also man darf niemals einen Daunenschlafsack, auch wenn man ihn später trocknen möchte, komprimieren, während der noch feucht ist. Das macht den, also das ist das Killer-Teil Nummer 1, wenn man seinen Daunenschlafsack ruinieren möchte. Oder zumindest so lange ruinieren, bis man die Daune dann wieder professionell reinigen und aufplauschen und so weiter und so fort lassen kann. Ja, in Ordnung. Wenn du das dann so siehst und so sagst, dann ist das auch vollkommen okay. Und wenn das für dich funktioniert, in Ordnung. Aber ich hoffe, man kann meine Gründe nachvollziehen, weshalb meiner Meinung nach so ein Biwaksack eben kein vollwertiges Übernachtungssystem ist. Außer, und jetzt kommt die große Ausnahme, man ist unbedingt auf die Vorteile des Biwaksacks angewiesen. Dann muss man die Nachteile in Kauf nehmen, weil ein anderes Schlafsystem gibt es dann einfach gar nicht. So, und da sind wir dann wieder in der Felswüste, hochalpin zum Beispiel, oder bei krassen Stürmen, die dann auch mit Schneeregen einhergehen müssen, können, sollen, weiß ich nicht. Dann ist es ein Thema. Dann ist es nicht nur ein Thema, sondern das Einzige, was noch funktioniert. Und da liegt sicherlich der Anwendungsbereich von so einem Biwakzelt da und bei ähnlichen Situationen. Und bei allem anderen, wie gesagt, finde ich jede andere Alternative für mich persönlich einfach besser. Nicht böse gemeint, aber Meinung. Ja? Wer damit nicht einverstanden ist, darf es in die Kommentare schreiben oder sich einen eigenen YouTube-Kanal machen und ein Video dazu. Ich würde es mir auch angucken, wenn ihr mir eine Mail schreibt oder sonst was, wo drin steht, dass ihr ein Video dazu gemacht habt. Würde ich mir sofort angucken und auch kommentieren und ja, bin gespannt. Gut, ansonsten macht's gut. Wir hocken hier jetzt noch ein Weilchen im Wald rum und lassen es uns gut gehen. Der ein oder andere wird vielleicht die Hängematte da hinten im Bild entdeckt haben. ja, zum Ausprobieren. Und ja, tschüss.